Hallo, ich bin die Lisa, ich bin 29 Jahre alt und mein Leidensweg oder meine Geschichte hat eigentlich relativ früh begonnen. Es war so, dass ich, solange ich denken kann, eigentlich schon übergewichtig war. Nach sehr vielen Diäten und sehr vielen Programmen, die ich mich unterzogen habe, habe ich mich 2014 zu einer Magen-OP entschieden, habe daraufhin 40 Kilo abgenommen, aber nur am Oberkörper. Habe an den Beinen wieder nichts verloren. Oberarme, Beine, Gesäß blieben, wie es ist. Und war dann bei sehr vielen Doktoren, da wo ich wirklich von einem zum anderen gereicht wurde. Und jeder hat mich abgestempelt und gesagt, sie sind übergewichtig, sie essen zu viel. Bis ich dann das Glück hatte, im Januar 2017 zu einem sehr netten jungen Doktor zu kommen, der mich angeschaut hat und gesagt hat, sie müssen zu einem Lymphspezialisten, der sie mit anderen Augen ansieht. Dort wurde mir dann gesagt, dass ich ein Lymphproblem habe. Das wurde diagnostiziert, Lymphstadium 3. Und für mich war es wirklich diese Diagnose, war für mich ein Lichtblick und eine Erleichterung, weil es jahrelang hieß, du bist dick, du musst abnehmen und du isst zu viel. Von da an hatte ich zweimal die Woche Lymphdrainage, 60 Minuten, und habe allein ab dem Zeitpunkt Januar 17 auf ein Jahr 10 cm pro Bein verloren an Umfang. Ich hatte das große Glück im Januar 2018, dass wir eine neue Therapeutin in der Praxis bekommen haben. Von da an war ich einmal in der Woche bei ihr zur Lymphdrainage und die hat mir dann von der tiefen Oszillation erzählt. Und von dem Moment an haben wir einmal in der Woche die tiefen Oszillation angewandt und ich habe wahnsinnige Verbesserungen gespürt. Also abgesehen davon, dass der Umfang sich ja schon wahnsinnig verringert hat, war ab dem Moment, wo wir die tiefen Oszillation benutzt haben, die Druckempfindlichkeit weg. Und auch die Neigung zu den blauen Flecken hat sich verringert. Die Berührungsempfindlichkeit an den Beinen war sehr hoch, das Gewebe war fest, prall und auch knotig. Am Anfang, wenn man etwas fester hingedrückt hat, war das sehr unangenehm für die Lisa. Also wir haben dann zusätzlich zur manuellen Lymphdrainage die Tiefenoszillation eingesetzt, an den Armen und an den Beinen. Und sofort war das für sie ein angenehmes Therapiegefühl. Und durch diese Kombination, durch diese gute Tiefenwirkung, konnten wir sowohl die Schmerzhaftigkeit, die Berührungsempfindlichkeit als auch dann das Volumen reduzieren. Nach der tiefen Oszillation habe ich immer das Gefühl, dass die Beine leicht sind. Also es entstaut sich, ich muss auf Toilette. Es passiert ganz viel, was ich bei der normalen Lymphdrainage gar nicht so vernommen habe. Ich habe mich dann entschieden, dass ich die erste Liposuktion durchführen lasse. Und wir haben dann gezielt auf diese OP hingearbeitet mit zweimal in der Woche Tiefenoszillation und viel Sport. Wenn dann sicher ist, dass Sie sich für eine OP entschieden haben, dann ist es wichtig, die bestmöglich für diese Operation vorzubereiten. Das heißt, die Therapiefrequenz muss erhöht werden und auch die Wirksamkeit der Behandlungen. Also es muss effektiv vorbehandelt sein. Je besser der Patient vorbereitet ist für die Operation, umso besser ist dann auch das Ergebnis in der Nachbehandlung. Ich hatte dann im April 2019 die erste OP. Das war die Oberarme. Mir wurden 5,8 Liter aus beiden Oberarmen rausgezogen. Habe eine wahnsinnige Verbesserung gespürt direkt im Krankenhaus. Und nach 2 Wochen habe ich dann auch das Go von der Chirurgin bekommen. Da habe ich ihr von der tiefen Oszillation erzählt, was passiert damit. Und sie hat gesagt, wir dürfen starten damit. Wie ich nach 6 Wochen bei ihr war, hat sie gesagt, sie hat solche Ergebnisse noch nicht gesehen. Ich war wirklich nach 4 Wochen eigentlich komplett abgeschwollen und die blauen Flecken waren nach 6 Wochen eigentlich hellgelb bis ganz, ganz leicht grün nur noch. Und habe mich dann gleich für die Oberschenkelliposuktion Außenseite entschieden. Bei der OP war dann das Gleiche wieder, dass sie mir wirklich 9,8 Liter abgesaugt haben. Die Chirurgin war völlig begeistert, wie gut das Absaugen auch ging. Also sie hatten keine Verhärtungen, Strukturen. Und es war auch wieder nach 6 Wochen war ich eigentlich auf einem Stand, wo man sagt, das gibt's gar nicht. Das sind andere nach 10, 12 Wochen erst. Und deswegen muss ich sagen, für mich persönlich gibt es keinen anderen Weg mehr, wie mit der tiefen Oszillation zu arbeiten. Also das ist eine wahnsinnige Verbesserung in der Therapie. Egal wie gut wir vorher gelympht haben, das hat mir so einen Schub gebracht. Mir hat es so viel Erleichterung gebracht. Gerade nach der OP, dieser Druck. Man muss sich vorstellen, es ist alles geschwollen, es ist blau, es ist dick. Es fühlt sich an, als würde es explodieren. Jetzt im speziellen Fall von der Lisa war das dann auch so, dass die Lisa täglich mit manueller Lymphdrainage behandelt worden ist, wobei natürlich dadurch ganz klar das Volumen reduziert werden konnte, aber der Arm war trotzdem prall.
Und durch das regelmäßige Tragen auch der Kompression konnte das zwar schon verbessert werden, aber so den Durchbruch nach der Operation, der kam eigentlich dann auch erst, als wir die Tiefenoszillation angewendet haben. Dann wurde das Pralle weicher und man hatte so das Gefühl, dass einfach ein bisschen mehr in Schwung kommt. Und nach der tiefen Oszillation ist es so, es schwillt ab, es fühlt sich leichter an, es entspannt sich, dieser ganze Druck fällt ab. Und das ist einfach, ja, kann man nicht beschreiben, wie gut das tut. Ja, und seitdem warte ich jetzt auf die nächste Operation, das wird die Oberschenkelinnenseiten. Und wir sind in der Vorbereitung dafür und warten, dass wir einen Termin bekommen.